belong to you. Ich bin hier heute bei Marzahna in der Nähe von Veltheim. Ich stehe unter einer Nordex N70. Eigentlich Repower, aber gut, kennt es ja nur schon. Es ist eine Nordex oder S70. 1500 kW, 85 Meter Nahenhöhe, 70 Meter Rotordurchmesser. Da ist das gute Stück. Nicht wundern, ich filme heute mit dem Handy. Ich bin mit dem Motorrad unterwegs. Mal gucken, ob man das hochladen kann, ob die Aufnahmen was werden, ob die brauchbar sind. Jedenfalls da hinten Veltheim und der ganze Rest Malterhausen, Dana. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht so. Da hinten durch die Bäume durch, kann ja mal ranzoomen. Wird zwar unscharf dann, aber gut. Also ich war hier noch nie gewesen, solange ich jetzt hier wohne, mein Leben lang eigentlich. Traurig war. So, da hinten befindet sich Rietz. Und Niederwerbig mit den G-Anlagen, mit den 10 Stück, mit den 2,5er, 2,75er. Dann die Enercon E101, die erst errichtet wurden, die 8 Stück. Und dann werden nochmal 8 Stück errichtet, also Enercon E138. Ne? Und weiter links ist dann Windpark Niemek. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Wie gesagt, das ist jetzt mal eine Ausnahme, weil ich meine Kamera nicht mit habe, leider Gottes. Dachte, ich fahre einfach nur ein bisschen Motorrad und dann habe ich Bock gehabt, hier mal anzuhalten. Ja, jetzt seht ihr das gute Stück hier. 85 Meter Nahenhöhe, wie gesagt, 70 Meter Rotor. Ja, wir haben hier 5 Stück davon. Und 2 sind, glaube ich, 85 Meter. Und 3 waren auf 100 Meter Turm ungefähr. Nagelt mich jetzt nicht fest. Ja, schöne Sicht ist heute hier. So, jetzt bin ich an der zweiten Nordex S70. Also mal komisch, Nordex zu sagen. Ich wollte schon Repower sagen. Für mich ist es einfach Repower, ne? Da hinten, da war ich eben. Da sieht man so ein bisschen durchlucken. Ja, da hinten ist dann Veltheim. Oh, was ist denn jetzt los? Sie geht aus. Ja, die Anlagen stehen sehr oft, muss ich sagen. Wenn ich hier durchfahre, stehen die echt sehr, sehr oft, muss ich wirklich zugeben. Aber so krass, ich habe die immer so außer Acht gelassen. Meistens bin ich aber direkt Veltheim und habe da gefilmt. Hier war ich noch nie gewesen. Ja, aber nur habe ich es mal gemacht. Zwar jetzt mit dem Handy die Aufnahmen, aber ich hoffe, die sind brauchbar. Ich denke, so, dahin sind dann die anderen 3 Anlagen auf dem höheren Turm, 100, 105 Meter so, ne? Dann werde ich mal, von der Straße hinten kommst du auch ran. Hier komme ich jetzt nicht weiter, ich sei denn, ich fahre über den Acker. Aber nee, machen wir nicht, ne? Das machen wir nicht. Ja, da hinten, ich zoome mal ran, sieht man dann schön in Veltheim. Oder bei Marzahna ist das ja schon. Die E141, das fette Luder. Geil, ne? Und dann die Kleinanlagen, die BWU dreht sich auch. Die steht sogar davor, vor dieser fetten Monster E141. Ich zoome mal noch weiter ran, jetzt wird es zwar unscharf, aber gut. Ich denke mal, man kann es erkennen, ne? Ja. Naja, gut. Dann sehen wir uns gleich da drüben an irgendeiner Anlage. Jetzt startet die Anlage wieder, wo ich eben war. Und im Hintergrund siehst du ja die Enercon-Anlagen da. Ja. So, da hinten sind die anderen. So, jetzt stehe ich unter der Nordex S77, ist das jetzt hier. 100 Meter Turm, sehe ich da so, ja. 77 Meter Rotordurchmesser, 1500 kW Leistung. Ja. Sieht man jetzt auch. Ich hätte mich mal vorher unter die andere stellen sollen, so, und dann jetzt hier so, ne? Aber gut, 85, 100 Meter siehst du ja den Unterschied noch. Das sind ja doch ein paar Meterchen. Um genau zu sagen, sind das 15 Meter Unterschied. Ja, da hinten sind die anderen beiden. Auf 100 Meter Turm. Die S77 dann. Da hinten siehst du ja Veltheim. Schon gezeigt. Ja. So, da oben, da war ich vorhin bei den MD oder S70. Bei den beiden war ich. Ja, da haben wir mal jedes feines Video über Marzahna hier vom Windpark. Ich hatte, glaube ich, schon mal was gefilmt, da stand ich da drüben. Da drüben ist nämlich die Straße. Und da war ich, stand ich, ich glaube, sogar ganz hinten bei dieser
stand ich mit dem Auto schon mal. Ja, so sieht die gut aus hier an der Tür. Da steht Hoher Fleming am Feldrhein. Aha. Enertrag ist der Betreiber. Das ist Marzahna Südwest. Wir haben hier dann dreimal Südwind S77 und zweimal Südwind S70. So steht es jetzt im Netz drin. Aber hier steht jetzt Nordex dran. Ist ja eigentlich auch Boogie, ne? Könnt auch von mir aus sagen, Nordex N70 die beiden da. Und dann halt dreimal Nordex S77. Oh mein Gott, da musst du ja schon überlegen, du. Da seht ihr sie nochmal. Die beiden. Nordex S70 auf 85 Meter Armhöhe. Und den haben wir hier die dreimal S77 auf 100 Meter Armhöhe. Und sie drehen sich. Wunderbar. Aber ich habe das nie so mitbekommen, wo sie die gebaut haben. Irgendwie, keine Ahnung. Ist irgendwie untergegangen. 2006. Das ist ja wie bei uns, der Windpark mit den MD. Also es sind ja Repower MD77, die bei uns stehen. 10 Stück auf 85 Meter Turm. Ja, und die habe ich nicht mitbekommen. Wie gesagt, die stehen auch sehr oft still. Wenn ich hier nach Veltheim fahre, ja. Naja. Was willst du machen? Auf jeden Fall haben wir mal ein kleines Video zusammengeschnibbelt jetzt hier dann. Für YouTuber. Ja. Naja, gut. Dann sollte es ja auch schon mal gewesen sein. Vom Windpark Marzahna mit den 5 Nordex Anlagen. Bis zum nächsten Mal, Rinnehund.